Jetzt verstehe ich, warum Ihre Frau sagt, Sie sind ein Sechsjähriger. Mit 70-jähriger Erfahrung hat sie einen Dienst. Ja, spannend. Sie sind 1993 gekommen mit Beep. Beat. Und das hat nicht funktioniert. Warum gelingt es nicht, eine Weltuhr zu, eine Weltzeit, ein Gefühl für die, wir reden doch immer von Globalisierung. Warum haben wir nicht ein gemeinsames Gefühl für die Zeit? Ja, wir sind alle sehr globalisiert, wenn Sie wünschen, speziell die Top, die Elite, alle Industrieländer. Aber Sie müssen denken, dass jeder Mensch auf dieser Erde, nun, wir sind wirklich winzige Würmer, alle miteinander. Das möchte man nicht vergessen. So wichtig bin ich auch wieder nicht. Wie ein kleiner Wurm, in einem winzigen kleinen Planet, in einem winzigen Sonnensystem, in einem riesigen Universum. Kein Mensch weiß, wie er entstanden ist. Kein Mensch. Auch alle Physiker und alle Mathematiker wissen das. Und jeder von uns redet global über die Erde, aber jeder von uns ist interessiert erst am Morgen, ob das Wetter schön ist. Und sie fragen nicht, ob in Japan regnet oder schneit in Oklahoma oder irgendwo. Sie sind interessiert erst sich selber, du, die kleine Erde, die wir haben. Und unsere Uhr, die wir lanciert haben, da finden Sie in meinem Büro, die Weltuhr. Und im Büro von meinem Sohn. Handgelenk haben Sie sie nicht? Nein, wir haben sie nicht produziert. Da haben wir effektiv, wir haben sie produziert, aber das ist nicht doof. Die meisten Leute sind nur interessiert, das wissen Sie jetzt. Natürlich haben wir gesagt, aber wenn du zum Beispiel als Chef von einer Firma wie das Watt Group, hast du Leute in Japan und in Australien und in Neuseeland und in Amerika, das sollst du wissen. Wenn du jetzt das Gefühl hast, ich will jetzt auch Leute dort, dass du das nicht kannst machen, das ist 2 Uhr am Morgen oder sowas. Aber das kann ich auch schnell kalkulieren. Ja. Verstehen Sie? Und die hat nicht funktioniert. Da haben ein Japaner will sie mitbenutzen und andere. Das ist nicht das Wichtigste, was wir auf der Erde haben. Da sollte man schauen, dass wir miteinander auskommen, dass wir wenige Kriege überkommen. Wenn ich sie in Alter kann, haben wir damals geglaubt an der UNO und an Faschismus ist tot und jetzt haben wir Frieden für alle und Richtung für alles. Ich will Nuklearphysiker werden. Ich habe mein Diplom in Mathematik, Physik, Chemie gemacht. Und damals haben wir geglaubt, juhu, mit der Atomenergie werden wir alle sehr reich. Die armen Leute werden nicht mehr hungern. Bis wir herausgefunden haben, dass die Atomenergie viel gefährlicher ist, als was sie uns bringen kann. Die ganze Illusionen haben wir als junge Leute gehabt in unserem Leben. Also ich habe Illusion nach Illusion in der Politik gehabt. Vom nach dem Krieg 1949 bis jetzt ist die Welt schlimmer geworden und nicht besser, außer für das Internet. Und eine richtige Verbesserung ist. Ich habe die Leute, die das Internet erfunden haben, sind mit mir haben diskutiert, mit der Mann, der die Maus macht in der Schweiz, der Logitech. Ja. Und haben mir erklärt, wie sie auf die Idee groß im Internet zu machen. Das ist vor vielen Jahren. Das ist, was für uns im Moment das Wichtigste ist. Schauen, dass auf dieser Erde mehr einigermaßen weniger arme Leute, die mindestens das Minimum, das sie notwendig haben, am Essen und Trinken und Energie überkommen. Und das sind wir weit davon entfernt. Also interessant ist ja auch, dass die Erwerbslosigkeit ja wieder auf sensationell großen Zahlen ist bei uns. Ja, also wir haben wieder in der Schweiz, da habe ich immer gesagt, wir haben kein Recht in der Schweiz mit unserem Sozialgefüge, Arbeitslosigkeit sei nicht ein einziger. Da darf man nicht, da habe ich immer dagegen gekämpft. Und sogar der Herr Deis, der gestern bei mir war, ist schon mal verrückt auf mich gewesen. Hat gesagt, aber die anderen haben viel mehr. Dann gesagt, die haben aber nicht die Sozialgefüge der Schweiz. Wir haben kein Proletariat in der Schweiz. Wir haben keinen riesigen Unterschied zwischen die Großen und der Kleinen. Nur der Herr Ospelt ist speziell. Wenn Sie Bundesrat geworden wären in Ihrem Leben, wie hätten Sie es gemacht, dass es keine Erwerbslosigkeit gegeben hätte? Ich wäre nie Bundesrat geworden, weil ich habe immer vermieden, politische Macht auf mich zu riechen. Wir können mehrmals, es sind viele politische Parteien, die mir offeriert haben, im Nationalrat und im Ständerat gewählt werden und ich wäre gewählt worden mit der Popularität, die ich in dieser Region kann. Ich habe es nicht gewählt, weil politische Macht in der Schweiz ist wirklich nicht existent. Sie können sich nicht durchsetzen. Mit Recht auch. Und ich bin nicht dagegen, das ist ein demokratischer Vorgang. Auch ohne Bundesratswerte habe ich die Arbeitslosigkeit massiv bekämpft. Ich habe allein da in die Firma 21.000 Leute vom 6.000, wo wir angefangen haben, und mit 6.000 haben sie rausgegangen.
Sie selbst oder Buch, die ich publiziert habe in der NZZ, lese, da erzähle, wie mir die gerettet haben. Und ich habe in meinem Leben über 150.000 Arbeitsstellen geschafft, überall, nicht nur bei der Uhrenindustrie. Was wir machen sollten, ist einfach kreativ neue Produkte, neue Dienstleistungen. Könnte es denn nicht sein, dass die Produktion eben bei uns vorbei ist? Ist sie nicht bei uns vorbeigegangen? Nein, sie darf nicht vorbei sein. Aber gibt es keine informationelle Revolution? Das sehen Sie gar nicht? Natürlich, in der Informations haben wir natürlich eine massive Revolution. Aber die handwerkliche Fertigung, die wir in der Schweiz haben, da kann niemand anders in der gleichen Größe haben. Was bei uns, will ich da ein bisschen so übertrieben ist und tut massiv Druck auf die Wirtschaft in der Schweiz, sind die Banken. Die Banken haben eine Machtposition in der Schweiz politisch, die sehr, sehr groß ist. Und haben gesorgt dafür, in der letzten Zeit, das hat sich ein bisschen verbessert, dass der Schweizer Franken immer höher wird. Weil das für sie interessant, wenn er aus Argentinien kommt und Geld platziert hier, dass er weiß, dass er verliere nicht an der Wechselkurs. Ja. Das hat natürlich diese Fertigung in der Industrie sehr viel Probleme gemacht. Im Moment hat sich die Situation verbessert. Wir können in der Schweiz mit speziellen, absolut erstklassigen Fertigung können wir überleben. Sie haben ein Beispiel da gerade in der Uhrenindustrie. Wir haben 12 Milliarden exportiert letztes Jahr. Von Uhren, die von allen Leuten in der Welt gekauft werden und niemand anders, auch die Fälscher, nicht kann mitmachen. Und wir haben sehr viel andere, wir haben in der Maschinenindustrie, wir haben in der... Aber es ist immer noch Produktion, warum denken Sie nicht an Information? Also zum Beispiel, jetzt geben Sie einem Blogger, geben Sie Zeit. Sie haben draußen Leute, interessantere Leute, Kunden, sage ich mal. Aber Sie sprechen mit ihm. Sie wollen. Ist das nicht auch eine Stärke, dass wir klein sind, dass wir einander kennen, dass wir international sind? Ja gut, aber was Sie mir sagen im Moment, wieso trinkst du nicht nur Wasser, wieso isst du noch Brot? Wir machen doch beides. Ja, der eine schließt der andere nicht aus. Ja. Wir dürfen nicht in Informationsgesellschaft sein, um nur quatschen den ganzen Tag und informieren und selber überhaupt kein Handwerk mehr haben, kein Künstler mehr haben, keine Produktion von der Hand. Das ist eine ureigene Eigenschaft der Schweizer. Das darf man nicht. Und damit wir alle in der Information steigen, darf man nicht den anderen vernachlässigen. Mhm. Beides schon. Mhm. Ich bin 100% dafür. Wir arbeiten mit Microsoft tagtäglich. Wir probieren Uhren zu machen, die wirklich Informationen bringen. Und überall. Das tun wir, aber wir tun gleichzeitig auch mechanische Uhren. Ja, ja. Beides möchten wir machen. Ja, ja. Man darf nicht sagen, nein, nein, in die Richtung und sonst nicht mehr. Herr Hayek, wie geht das? Man hat sich das ganze Leben mit der Zeit beschäftigt und man merkt, dass man älter wird. Wie geht das? Wie fährt das ein? Es ist ein Buch in Frankreich erschienen vor 3 Wochen über die 50 nach seiner Auffassung wichtigsten Männer der letzten 1000 Jahre. Darunter sind Leonardo da Vinci und eine ganze Menge Leute, die mit 50 bekannt geworden sind und haben lang ihr Leben geschafft. Da hat er den Johann Sebastian Bach, der Comtesse de Ségur, der Johannes Gutenberg, der Hayek Nicolas, der Victor Hugo, der Jean de La Fontaine, der Claude Monet, der Henri Matisse, der Monod, der Louis Pasteur, der Stradivarius und der Leonardo da Vinci. Bravo, gratuliere, sensationell. Und in dem Buch zeigt er Leute, die etwas ungewöhnlich gemacht haben und sehr verglichen. Und dann tut er den Satz von mir als Antwort auf Ihre Frage. Das vom Hand geschrieben und ich sage, le temps fait naître en moi, verstehen Sie Französisch? Ja. Le temps fait naître en moi deux passions aussi fortes que contradictoires. L'amour et la haine. Je hais le temps parce qu'il est insaisissable et que je n'arrive pas à arrêter son implacable cours. J'adore et j'aime le temps parce qu'il m'a comblé de bonheur. Also, gut, ich hasse ich hasse das nicht. Weil sie können ihn nicht fassen, sie können ihn halten, sie können ihn nicht stoppen, sie können ihm nicht sagen, stopp jetzt! Das ist unmöglich. Und ich liebe ihn, weil er hat mir erlaubt, das Leben zu genießen und zu trinken. Auch mit Blog. Und mit Internet. Und das ist meine Geisteshaltung jetzt im Moment. Aber ich vergesse nie, dass ich ein kleiner Wurm da auf der riesigen Planet. Und deshalb nehme ich mir überhaupt nicht ernst. Und Sie bleiben voll dran. Und wenn Sie so eine Schlagzeile sehen, werden Sie wütend. Sagen Sie bitte ja. Natürlich bin ich wütend.
weil sie hätte nie eine Milliarde sollen kosten. Sie hätte ganz gut funktioniert, wenn sie das gemacht haben, was ich gesagt habe. Hey, ganz, ganz herzlichen Dank. Wir wünschen ewiges Leben oder was? Oder einfach Gleichgültigkeit oder nicht ewiges Zeit. Leben. Viel Glück. Im Namen des Ärgers, der Wut und des heiligen Zorns, gehet hin in Unruhe. Nicht vergessen, 25. April 2006, wir feiern 175 Jahre erste liberale Verfassung der Schweiz und fragen umstandslos, welche sind die heute notwendigen sozialen Erfindungen. Mit Blockkonferenz, bringen Sie Notebook mit und Sie haben Wireless LAN Access. Bis bald!